So viel zum Thema Bevölkerungswachstum, keine Ahnung was. Aber ich denke, wir laufen jetzt einmal zurück. Wo habe ich hier das Bild? Wo die Koordinaten stehen, wo wir ungefähr hin müssten. Die Koordinaten sagen minus 262. Wir müssen nach da. So, minus 262, minus 327. Wir müssen da lang. So, wir müssen hier lang. Wir müssen so lang. Minus 262, so, wir müssen in diese Richtung. Ungefähr. Und dann müsste auch relativ, schwarz scharf, relativ flott eigentlich auch so dieses Dörfchen kommen. Also, wo wir eben vorbeigekommen sind. Vielleicht können wir da kurz mal vorbeilunsen. Aber ich denke mal, wir laufen jetzt mal zurück, weil wir haben ziemlich viele Sachen dabei. Viel Eisen, keine Ahnung was. Wir haben eine Diamantspitzhacke, Leute. Und wir haben noch 7 Diamanten über. Das halt war eine gute Ausbeute an Diamanten. Speziell das letzte Vorkommen war extrem fett. War eben eine echt gute Ausbeute. So, ich habe gedacht, man kann ja irgendwie vielleicht ein Bütchen machen. Überschwimmen, aber nein, lohnt sich gar nicht. So. Ja, vielleicht dann halt eben das Thema. So, und zwar geht es um die Männlichkeit, beziehungsweise um Männer, Gleichberechtigung, dies, das, Ananas, man kennt es doch. Frauen wollen eben Gleichberechtigung dauernd haben und alle beschäftigen sich irgendwie mit Frauen. Ja, Führungsposition, bla bla, dies, das, Ananas. Aber was ist mit den Männern? Also niemand macht sich irgendwie Gedanken um Männer, so von wegen, ja, den Männern geht es ja gut. Die Männer, die haben es erreicht, denen gehört die Welt. Die Männer kaufen sich die Frauen. Man muss sich keine Gedanken machen. Aber. Ist hier eine Höhle? Nein, Spaß. Was heißt hier Spaß? Männer haben auch Probleme. Männer haben auch ein Herz und keine Ahnung was. Und die werden einfach übersehen. Die gehen einfach unter. Also gibt es Psychologen für Männer und keine Ahnung was. Und ich habe einen Artikel gelesen. Ich denke, das war halt eben von so einem Männerpsychologe. Okay, ist keine Höhle. War halt eben von einem Männerpsychologen oder sowas. Und der hat halt eben über diese Männerprobleme gesprochen, die halt eben existieren. Weil zum Beispiel ein Mann, der möchte halt eben sozusagen der Alpha sein. Er möchte halt eben sozusagen die Frau glücklich machen, die Kindern. Und dann denkt er so, ja, dann gehe ich mal viel arbeiten, dann verdiene ich mal viel Geld und dann bringe ich viel Cash in den Tasch mit nach Hause und keine Ahnung was. Ja, aber dann ist halt der negative Punkt von in den ganzen Arbeiten. Er ist halt selten zu Hause, unternimmt selten was mit der Familie, mit den Kindern. Er ist auch höchstwahrscheinlich unglücklich, weil er sich das so denkt, so, yo, der Mann muss doch arbeiten, der Mann muss das Geld ins Haus bringen und keine Ahnung was. Muss in die Richtung. Aua. Oh, nein, okay. Der Mann muss das Geld mit nach Hause. Aua, 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 aua. Tut weh. Mit nach Hause bringen und er macht sich nicht irgendwie so die krassen Gedanken so darüber, so, hey, will ich das wirklich? Brauche ich das wirklich? Ist es wirklich das, was ich machen möchte? Und keine Ahnung was. Und das ist halt eben das Problem bei den Männern, dass sie halt eben sozusagen einfach etwas machen, was denen sozusagen von der Gesellschaft eben ich nenne es mal, nicht gaukelt wird, aber eben so vorgezeigt wird, so von wegen, ja, du bist ein Mann, du musst das und das machen. Aber bei der Frau ist eben dasselbe. Du bist eine Frau, du musst eine Hausfrau sein. Du musst halt eben bla bla putzen. Und nicht jede Frau ist halt eben damit zufrieden. Es gibt Frauen und Männer, die halt eben mit diesem Ideal zufrieden sind. Ist ja keine Frage. Und ich denke mal, ich würde mal sogar tippen, die meisten sind damit zufrieden. Sonst gäbe es ja dieses Ideal nicht. Aber es gibt halt eben auch Männer und Frauen, die halt eben damit nicht zufrieden sind. Und jetzt sind wir halt, also Frauen wird halt immer überall behandelt. Dies, das, anderes, hast du nicht gesehen. Aber jetzt im Speziellen. Da bin ich überhaupt richtig unterwegs. Ja, sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Wir gehen auf, warte, 295? Wie weit? 200, okay, ist gut. Ja, und bei den
Man, dann wird das halt eben oder den Tisch gekehrt, wie gesagt, weil man halt eben denkt, ja, bei den Männern gibt es ja keine Probleme, bei denen ist ja eh alles perfekt. Die Frauen muss man halt eben behandeln, weil über Jahrhunderte ging, gab es bei denen Probleme und jetzt behandeln wir die endlich und bla bla bla. Aber wir leben in einer Umbruchszeit, es verändert sich so viel, dass halt eben auch bei Männern jetzt. Ja, ich denke, damals gab es auch Probleme, aber speziell jetzt treten auch Probleme bei Männern auf. Speziell neue Probleme. Oh, was ist das da? Aha, da ist nämlich das Dorf. Speziell Probleme bei Männern treten auf. Halt eben wegen dem Umbruch. Ja, und ja, und meistens wird auch eben, gibt es halt auch eben Trennungen wegen halt diesen ganzen Sachen. Und meistens trennen sich sogar die Frauen. Wobei, also dieser Psychologe hat so gesagt, yo, ich bin so im Gespräch und dann kommt der Typ zu mir und sagt so, ja, meine Frau hat sich von mir getrennt. Dann reden die 2 Stunden und dann kommt raus, ja, der Typ wollte sich eigentlich schon vor 5 Jahren mit von der Frau trennen, weil er mit ihr gar nicht glücklich war. Wow. Ja, das ist halt eben auch noch ein Problemchen. Verpiss dich. Ja. Dass es halt eben auch so ein Problemchen gibt. Ich weiß nicht genau, wieso nochmal der Typ irgendwie sich trennen wollte, aber halt eben, dass die. Oh lol. Ich glaube, das geht nach links zu. Ja, dass halt eben die Männer auch öfters mal gar nicht über krass über ihre Probleme reden. Die ist das Ananas, hast du nicht gesehen. Ja, ich weiß die Gebüsche. Ja, weiter geht's. Ja. Und ein weiteres Problem bei den Männern halt eben. Oh, scheiße, die sind keine. Wir können eigentlich in den Canyon hier rein. Genau. Okay, lass mal in den Canyon rein. Speziell, wo wir jetzt hier schon sind. Ja, wir gehen einfach hier rein. Wir haben ja noch ein bisschen Metall. Okay, so viel krassen Metallplatz haben wir jetzt auch nicht. Aber wir können trotzdem mal. Boah, mir juckt die Nase des Todes, ey. Katastrophe. Boah, Alter, jetzt hör doch auf zu jucken. Ja. Bei Männern ist halt eben auch ein Problemchen, über die Gefühle zu reden. Weil es ist halt eben nicht so von der Gesellschaft eben gegeben, dass halt Männer eben weinen, Männer eben über ihre Gefühle reden, obwohl das Frauen eben irgendwie auch so sexy finden. So, mein Typ redet über Gefühle. Ach ja, boah, ja, ich finde ihn so geil und bla 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 und hast nicht gesehen, der redet mit mir, was ihn wirklich beschäftigt, dies, das, anders. Aber es ist trotzdem so, ich muss auch wirklich sagen, aus Erfahrung als Mann, what the fuck, Junge? Wenn wir Männer über unsere Gefühle reden, du Pussy, Junge, Alter, jetzt geh mal weg hier. Geh mal weg, du scheiß Holzuse, Schwanzloser, Eierloser, keine Ahnung, was hast du nicht gesehen? Geh weg mit die Viecher. Eben so eine Scheiße. Also, das ist halt gar nicht in unserer Gesellschaft so vorangetrieben. Und, die haben halt eben keine Bezugspersonen und speziell, wenn sich die Frau von dem trennt, hat er wirklich niemanden, mit dem er darüber reden kann, weil so die Frau, ja, ist halt eine nahestehende Person, mit der kann man vielleicht ja mal sozusagen im stillen Örtchen, Kämmerchen mal so sagen, hey, erzähl das bloß nicht meinen harten Bros, die eigentlich auch bei ihren Frauen heulen, dass ich bei dir gerade heule. Ja, ich verstehe die Leute nicht, einfach über diese ganze Scheiße, also ich persönlich würde einfach über diese ganze Scheiße stehen und einfach mit allen darüber reden, weil zum Beispiel, wenn ich irgendwo so unterwegs bin und einfach mal so Redebedarf habe, speziell auch irgendwie über so Themen, dies, das, dann labere ich die Leute einfach vor und die gucken mich einfach so an, so, Bro, wie kannst du darüber reden? So, ist es nicht voll privat, aber ich denke mir so, Junge, was für privat, Alter, wenn ich über sowas reden muss und einfach niemanden zum Reden habe, dann rede ich doch einfach mit den Leuten und speziell euch, ja, vielleicht sehe ich euch irgendwann mal wieder. Aber, also meistens denke ich mir so, ja komm, ich sehe euch eh nie mehr wieder, deswegen ist egal, quatsch einfach mit euch. Aber ich spiele jetzt bei den Drehs, quatsch ich halt eben öfters mal über so Themen. Ja, und denke ich mir auch so, ich muss mal vielleicht darüber, man muss einfach über einige Sachen einfach mal sich ausheulen. Und dafür gibt es zum Beispiel diese ganzen Psychologen, die kassieren damit Tausende von Euros, nur weil die einfach jemandem zuhören und sagen, ja, hast du recht, ja, hast du recht. Bro, Alter, ey, ich würde damit Millionen machen, Alter. Ich bin so ein guter Zuhörer und speziell kann ich den Leuten dann so Tipps geben. Yo, mach mal Bums dir, Alter, einmal durch und dann läuft das Game.
Ich mache Tipps 101. So als voll der verständnisvolle Dude, keine Ahnung was. Nein, aber die Leute kann ich nicht verstehen. Und da stand halt auch wirklich, also der Typ redet auch anscheinend aus Erfahrung, dass halt eben die Männer. Scheiße, Alter, ich habe mich voll erschrocken, ey, wo der runtergefallen ist, Mann, ey. Ah, du Penner! Komm her! Ha! Double Kill. Ja, dass dann halt eben die Männer, beziehungsweise, ja, halt die Männer, dann eben entweder in Depressionen verfallen oder halt eben in Aggressionen. Ist ja ein Wort, das eben in ihnen nicht klingt. Ist halt eben sozusagen, ich würde mal sagen, sozusagen das Gegenteil. Aggression von der Depression und Depression von Aggression, ihr wisst Bescheid. Ja, und deswegen, jeder kennt doch bestimmt so die Erzählungen so von einem Mann, so, ja, die Frau gibt ihm eine Abfuhr und der so, du scheiß Fotze! Weil die halt eben sozusagen in diese Aggression verfallen, weil die halt eben Probleme mit sich selber haben, weil die halt eben niemanden haben, mit dem sie über vielleicht ihre Probleme reden können, so von wegen, ja, ich habe einen kleinen Schwanz. Ja, fuck it. Dann hol dir eine Schwanzvergrößerung. Keine Ahnung, wenn dich das stört. Wenn das wichtig ist für deine Ehre, was weiß ich, was hab ich nicht gesehen, dann hol dir eine Schwanzvergrößerung. Ja, die kostet halt eben ein paar 10.000, okay, ein paar 10.000 nicht, aber schon so um die 10.000. Aber da holt ihr eben sowas. Fragt euch nicht, wieso ich mich da so auskenne. Aber dann hol dir doch den Scheiß oder keine Ahnung. Red doch mit deinen Kumpels. Ist doch, weißt du, wenn die Kumpels sagen, du scheiß Pussy, dann sind das keine Kumpels. Dann sind das keine Kumpels. Dann sind das einfach nur Kumpels, das sind einfach irgendwelche Hurensöhne, die so einfach sich einen drauf keulen. Ich hab den als Kumpel. Kumpel. Das sind keine Kumpels, wahre Kumpels, mit denen kannst du über alles reden. Du kannst denen sagen, yo, Bro, Alter, ich hab mir gestern beim Wichsen den Dingens gebrochen. Ihr wisst Bescheid. Bro, das sind Kumpels. Und der dann sagt, ey, yo, Junge, ey, scheiße, Mann, wie kann ich helfen? Oder der dann im Gegenteil sagt, yo, Alter, hatte ich auch mal, ey, du musst das und das machen, halt mal Eis drauf, dann geht's schon. Sowas, das ist ein wahrer Kumpel. Und nicht der sagt, du Opfer. Also Kumpels sagen untereinander vielleicht so, ey, du Opfer, aber aus Spaß eher. Aus Spaß. Und nicht irgendwie, ja, du Opfer, ich will nicht mehr was mit dir zu tun haben, weil du hast ja voll hart verkackt. Obwohl das komplett menschlich ist zu verkacken. Leute, es ist menschlich zu verkacken. Und es sollte niemandem irgendwie peinlich sein, irgendwo irgendwas zu verkackt zu haben. Im Gegenteil, man muss... im Gegenteil, ich bin jetzt mal nicht unbedingt stolz drauf sein, etwas zu verkacken, aber halt eben einen Verlust, also was heißt Verlust, eine Niederlage eher als eine Chance zu sehen, sich zu bessern, anstatt, ich habe was falsch gemacht, ich gehe mich mal hängen, weil, ja jetzt, wie gucken jetzt alle anderen auf mich, ich bin ein Versager. Nein, 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 natürlich hat man dann was verloren, natürlich, aber man sollte das dann eben als eine Chance sehen, sich zu verbessern, wie ich schon gerade eben tausendmal gesagt habe. Ja, und das ist halt eben der springende Punkt bei der, hier ist krass, bei der ganzen Sache eben. Ah, yeah. So, was gibt's denn da noch für bei Dingern? So, dann diese Erwartungshaltung bei den Männern, zum Beispiel, dann hat der Typ auch ein Beispiel gebracht, dass halt bei den Männern eben so eine krasse Erwartungshaltung gibt. Zum Beispiel, früher durften die bei der Geburt gar nicht da sein. Also im Geburtssaal, dies, das, wo die Frau halt das Kind bekommen hat. Und heutzutage wird das halt eben vom Mann erwartet. Und weh, der Mann sagt, nö, will ich nicht. Das finde ich eklig. Oder sonstiges. Dann kriegt er direkt Anschluss, wie kannst du das nur machen? Ich denke mir so, Junge, wenn er keinen Bock hat, dann lass ihn doch. Dann lass ihn doch. Dann hat er eben keinen Bock. Und darunter leiden auch eben viele Männer. Genauso wie Frauen. Wie zum Beispiel, wenn eine Frau sagt, ja, ich will nicht kochen. Und dann halt eben von der Gesellschaft, du musst aber kochen, du bist eine Frau. Ja, nein, muss die nicht. Wenn die nicht kochen will, dann muss sie nicht kochen. So ist das einfach. Und genau dasselbe ist bei Männern. Frauen und Männer, die haben dieselben Rechte. Wo ist hier die Rechtegleichheit? Keine Ahnung was. Und das bezieht sich auf alle Aspekte der Welt, der keine Ahnung was, hast du nicht gesehen. Und das ist halt eben so eine krasse Scheiße von unserer Gesellschaft, dass eben so viel erwartet wird und weh, man erfüllt die Erwartungen nicht. Dann bist du direkt ausgeschlossen. Und denke ich mir so, also ich persönlich, ich bin dann am liebsten ausgeschlossen, weil dann will ich mit solchen Menschen nichts zu tun haben. Dann ziehe ich mein eigenes Ding durch und lebe mein Leben, wie ich es leben möchte. Und keine Ahnung, ach geil, hier war Lava. Ja, und ja, und dann gehe ich halt eben nicht in diesen Kreissaal und guck nicht zu, wie die sich voll scheißt bei der Geburt. Oder keine Ahnung,
Oder sagen wir als Frau, wäre ich jetzt eine Frau, dann koche ich dann halt eben nicht. Dann gehe ich halt eben in meinem Restaurant essen oder bestelle mal Essen. Scheiß drauf. Dann sage ich so, dann will ich so einen Mann nicht haben, wäre ich eine Frau. Dann sage ich einfach, ja, verpiss dich. Dann will ich dich einfach nicht haben, wenn du von mir erwartest, dass ich unbedingt kochen muss. Also ich persönlich als Mann würde schon bevorzugen, dass die Frau zumindest Basics 101 kochen kann und nicht sogar das Wasser anbrennt. Aber ich verlange das auch nicht von der Frau. Wenn die keinen Bock drauf hat, dann ist es so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann sage ich so, ey, yo, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann sag ich, ja, dann nehme ich eine. Ja, jetzt nicht so böse, also wenn alles andere stimmt außer dem Kochen, dann sage ich so, ja, okay, kann ich ein Auge zudrücken. Aber dann würde ich schon so sagen, ey, heutzutage zumindest die 101-Basics kochen, weil ich kann zum Beispiel auch kochen, so die 101-Basics. Also ich finde, das ist sozusagen ein Muss. Aber wenn die Frau halt nicht irgendwie dauernd irgendwie das Abendessen jeden Tag kochen möchte, okay, das kann ich verstehen, kein Problem. Kein Problem, dann werde ich gerne auch selber kochen. Ich verlange das halt von keiner Frau und keine Ahnung was. Und auch als Mann will ich auch nicht, dass von mir irgendwie verlangt wird, dass ich jeden Tag 24/7 können muss. Also ihr wisst Bescheid. Das finde ich auch Bullshit. Der Mann hat auch mal keinen Bock drauf. Und keine Ahnung. So ist das halt eben. Ja, das ist halt eben das Wort zum Sonntag. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Was sagt eigentlich die Uhr? Die Uhr sagt, wir können nur ein bisschen abbauen. Ja, ich kann mich nur ein bisschen abfacken über diese ganze Scheiße. Warte, was steht hier? Ja. Und der Mann, der sollte sich auch eigentlich diesen ganzen Idealen eben widersetzen. Eben, dass er halt eben nicht sozusagen im Kreissaal sein muss oder halt eben irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag können muss, können wollen muss, was weiß ich, was alles hast nicht gesehen, dass er sich eben dagegen widersetzen sollte. Das ist halt normaler Umbruch. Dasselbe gab es halt eben vor 60, 70 Jahren, wo die Frauen auch sozusagen gesagt haben, wir wollen nicht die dumme Hausfrau sein, die dauernd nur putzt, kocht, keine Ahnung was, und die haben sich halt eben durchgesetzt, widersetzt dem Ganzen. Ich nenne es mal Ideal der Gesellschaft. Triff ihn. Ja, Schallplatte! Ah! Danke, Skelett. Danke, Booster. Booster. So, ich habe eine Schallplatte. Ich habe eine Schallplatte. Ich habe eine Schallplatte. So, Schallplatte. Oh, da, Schallplatte. Was ist kaputt gegangen? Ah, die Fackeln sind leer. Ich hoffe, das geht jetzt nicht leer. Komm. Jetzt letzter Schlag, ah, perfekt. Ja, und das ist halt eben das Ding. Und ja, vor 60, 70 Jahren haben die sich halt eben durchgesetzt. Sie haben dann angefangen zu rauchen und bla 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 und kurze Haare und hast nicht gesehen. Und mittlerweile geht das wieder halt wieder zurück in den Trend, dass eben Frauen zu Hausfrauen werden, keine Ahnung was. Muss nicht unbedingt sagen, kann man machen. Ja, aber das ist halt eben das Ding, dass halt eben sich die Männer durchsetzen sollten bei ihren Bedürfnissen und keine Ahnung was, hast nicht gesehen. Das ist halt eben ein normales Ding ist. Und ja, das war das Wort zum Sonntag. Und auf jeden Fall mit diesen Worten beende ich auch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal und tschüss.